So, auf zum dritten Teil vom Dart-Füchse 2-Paket aus Heilbronn, das Mike mir geschickt hat. Und rein damit. The Marabou. Ich habe mir überlegt, ob das Marabou oder so heißt, aber ich sag mal Marabou. Also den muss ich mir erstmal wieder hier weglegen. Den behandle ich hier sehr sorgfältig. Der kommt jetzt hier zum King, zum Royal King hier. Schön gepolstert, gelagert. So, dann haben wir hier diese ganzen Soft-Mensur, die Nicholson, die ich gespielt habe im letzten Video. Und genau, hier war noch was. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich skippe das hier. Nee, nee, da war noch was. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Und zwar diese geilen Shafts. Erstmal diese Spitzen noch. Okay. Noch mehr Spitzen. Dann. Das könnten Spitzen von Bulls sein. Die sehen aus wie die Target-Pixel-Tip im ersten Moment. Aber dann siehst du, dass hier so ein Shark, so ein Treppchen ist. Und nicht so Punktboller, wie bei dem Pixel-Tipp. Jetzt kommen wir zu diesen sehr interessanten. Die werde ich auch gleich mal meinem Kumpel zeigen, der eine ähnliche Combo spielt, aber da ist nicht oben Alu und ein Plastik. Und es kann sein, dass das Steckhütchen sind und dass die austauschbar sind. Probieren wir mal kurz aus. Nehmen wir mal einen raus. So, ich bin wieder zurück. Ich habe es versucht. Ich habe leider nicht die Feinmotorik oder die Skills, jetzt den hier rauszuziehen oder rauszudrehen. Ich habe es versucht. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das nicht geht, denn das ist natürlich bei mir aufgrund der Lähmung in der einen Hand nicht so einfach, das zu schaffen. Und ich wollte jetzt nicht reinbeißen oder mit der Zange hingehen. Also, wer dazu mehr weiß, bitte schreibt es in die Kommentare. Die sind auf jeden Fall sehr interessant und die sehen eigentlich so aus, als ob man die hier austauschen könnte. Aber ich habe das jetzt nicht geschafft. Vielleicht ist das auch nicht möglich. Wie gesagt, rennt nicht zum Shop und kauft die sofort. Die kann man austauschen. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sehen sie geil aus. So viel ist sicher. Geile Seil. Geile Shafts. So. Winmore Prism Force. Die allerdings auch ein anderes Gewinde. Hier ein anderes Design haben. Ach, mit Grip. Oh, schau mal. Krass, siehst du das? Ich bin hier die Tüte entlang gefahren nur. Die Tüte hat gleich so Rillen drin. Da ist Grip am Schaft unten dran. Sehr interessant. Winmore Prism Force. Und das hier könnten Winmore Standard sein. Ja. Das weiß ich, weil ich gerade ein paar Winmore Nylon Shafts mit der Post verschickt habe, die jemand bestellt hatte. Target Pro Grip. Super Grip ist Harrows, Pro Grip ist Target und Gripper ist Unicorn. Super leicht zu verwechseln, aber es ist so. Schöne blaue. Der ist schon kaputt, der hier. Sehe ich gerade. Der siehst du, der ist hier gesplittet. Ja, das könnte auch Pro Grip sein. Steht aber nicht drauf, ist eher ungewöhnlich. Jedenfalls Shafts. Schöne Shafts. Und dann habe ich noch eine gelbe Packung. Grip CL. Ihr erinnert euch, wir hatten Grip SL. Das ist von Bulls. Schäfte von Bulls sind überhaupt nicht weit verbreitet und habe ich fast nie in der Hand. Und das hier sind Super Grip. Und ihr wisst, dass Super Grip von Harrows sind. Dann haben wir hier noch Flights. Oh, nochmal Flights hier. Ich würde mal sagen, das ist nicht Island. Das sieht mir eher aus wie die Rocky Mountains. Das sieht aus wie Nordamerika auf jeden Fall. Die kenne ich. McDartflights. Cornwall. Wir hatten Yorkshire. Yorkshire hatten wir schon. Jetzt haben wir Cornwall. Und dazwischen drin ist noch was Britisches. British. Das ist aber nur einer. Hast du so eine kleine Überbleibselsammlung so. Und das ist ein Giant Redwood-Baum, würde ich sagen. Und da drin ist ein Restaurant mit Dartkneipe wahrscheinlich. Ich kenne zwar keinen, der mit irgendwie Flights spielt, die irgendwie motivmäßig was sind, außer jetzt vom eigenen Verein oder sowas. Also irgendwie so mit Naturflights, habe ich noch nie gesehen, aber wer weiß. Und dann schauen wir hier unten noch. Hier, was für die Messing-Fans. Ein Messing-Ding. Ha, schöne kurze Red Dragon Alu-Schäfte, die ich tatsächlich am Anfang immer benutzt habe. Und da eine Rakete. Raumrakete. Ich bin jetzt nicht so versiert, dass ich sage, das ist die Ariane oder die hier oder die Petra. Diese Darts sind auf jeden Fall aus Messing und die Rakete nicht. Das haben wir gehabt und hier in dem Spitzenröhrchen sind jetzt auch noch Spitzen drin, oder? Hey, hier ist überall was drin in dem Paket. Du kannst. Ui. Blau. Ah! Ja, ich hole mal eine raus zum Gucken. Okay, da hole ich mehr als eine raus, scheinbar.
So, aber ich wollte gerade sagen, die haben ein Loch im Gewinde, aber das stimmt gar nicht. Die hier nicht. Die hier schon. Also eigentlich auch nicht. Bloß eine Vertiefung. Hä? Haben die alle, oder? Das habe ich bloß gerade nicht weit genug gedreht. Ja gut, hübsches Blau auf jeden Fall. Krasseres Blau wie das hier. Also das Dunkelblau, ja, hellblau hier. So viel dazu. Jetzt muss ich ein bisschen aufräumen. Also absolut klasse. Damit sind wir mit diesem Mäppchen durch. Und jetzt können wir den Cats-Karton angreifen. Das habe ich im letzten Video alles gezeigt. Die haben wir auch angeschaut. Die Sachen haben wir auch geguckt. Jetzt geht's ans Eingepackte. Aber da ist auch noch was. Prinzessin-Krönchen oder sowas. Nein. Wolfram Infinity. Ja, ich habe den gerade eben noch geworfen. Ich habe die Wolfram Infinity selber. Mit denen spiele ich relativ oft, wenn ich so ein bisschen vor mich hin trainiere. Und wenn ich das jetzt zusammenbaue, ist das so eine Burger King-Krone oder was? Jetzt bin ich aber selber mal gespannt. Was ist denn hier los? Bastelarbeiten in der Gondelarena. Oder muss man das mehrfach zusammenstecken? Eins in jeden Lalala und dann kriegt man einen Wolfkäfig? Oder soll man das? Wolfram Infinity. Ist das ein Stirnband? Wenn ich das mal so halte, das gehört ja dann hier rein, in diese Lasche. Diese Lasche. Dann kriege ich Udo Laschek. Ist es ein Dartständer? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Spider-Man. Hä? Hä? Also das steht dann so dran. Und das kann dann was? Steht dann einfach so da. Also vielleicht, ihr merkt, ich mache nicht gern Sachen kaputt oder auf oder wie halt hier. Jetzt ist es halt so ein bisschen so, wenn ich das jetzt da rein tue. Aber so wie ich es gerade gehalten habe, müsste ja eigentlich. Außer man muss die. Also das in das stecken und dann so und so und dann hier aufbauen irgendwie. Zu so einem Käfig. Sonst würde ich sagen, das ist ein Krönchen, aber eher für Kids. Meine Kids würden es sofort aufsetzen. Aber wieso sollte Harrows sowas produzieren? So ein Hütchenkronending. Tja, okay, da rätseln wir noch etwas. Rätselspaß. Und hier sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Bemühungen angelangt. Es ist unten sehr gut gepolstert. Ja, absolut Spitzenklasse verpackt. Perfekt. Hat trotzdem ein Loch bekommen, aber da könnt ihr nichts dafür. Schauen wir mal in die Kätzchen. Miau. Was? Miau? Ich nehme mal eine klassische Schere. Schnibbeldi-bipp. Ach, ich muss ja gar nicht weitermachen. Ich kann es einfach hochklappen, ne? Dann bleibt das hier hängen. Tock. Dann habe ich noch hier so eine Rutsche gebaut. Uja, uja, uja. Und schon wieder habe ich den Moment verlabert. Uja. Erstteilzeug, ne? Nein, ihr habt jetzt nicht auch noch. Krass. Die hier wurden mir damals bei den Hühnotori mitgeschickt. Die wurden mir tatsächlich bei den Hinotori da mitgeschickt, ne? Die habe ich, pass mal auf. Witzig, ja? Nur, dass die Packung anders ist. Hier steht Champagne. Hier steht Player Flight. Warum habe ich die da immer noch liegen? Weil, wenn die Hinotori, wenn ich die irgendwann mal verkaufen sollte oder wie auch immer, dann finde ich, die gehören dazu, weil die sind auch so schön goldschwarz. Und ich glaube, die Hinotori darf ich gar nicht verkaufen. Also werde ich die im Förderzentrum anbieten zum Werfen mit diesen Flights. Deswegen habe ich die Dites. Die Dites. Deswegen habe ich die Flights nicht gelistet im Shop und habe diese Flights auch behalten. Und jetzt habe ich sie nochmal. Geil, oder? Und da sind schon wieder Bulls, Darts und ich sehe ein Kettchen auf leicht behaarter Brust. Und etwas sagt mir, dass das der Maximizer sein muss. Genau, hier steht auch Maximizer, jetzt sehe ich es auch. Hier, Unterschrift entziffert. Aber, oh, noch ein Blöckchen. Aber, oh, das sind die Gary Anderson. Im Handymäppchen, wisst ihr noch? Die Shine Pops Darts. Warte mal, habe ich ja hier. Zeige ich euch mal auf dem Daytona-Turm. Habe ich doch hier. Guck. Allerdings sind hier zwei Ringe blau. Fiel mir sofort auf gerade. Und hier, guck mal, hier ist nur ein Ring blau. Das ist die ältere Version. Die müssten dann so von 2015 sein, oder? Ich kann es nicht genau lesen, aber hier oben steht World Champion und es ist 2016, meine ich, steht da. Wenn die WM im Januar war,
Den ersten Titel hat Anderson doch 15 geholt, dachte ich. Nee, die hat er 15 geholt und 16 hat er nämlich wieder geholt. Ja, hier auf dem linken Dart sieht man es. Ja, steht 15. Und seht ihr hier, da sieht es eher aus wie eine 6. Aber da das nur ein Ring ist, ist es der Vorgänger von dem Modell, das ich hier da als Deluxe-Version habe. Und das ist ja wohl mal der absolute Hammer. Dass ich diese Darts jetzt mit Originalblut von Gary vom WM-Spiel... Nee, das ist halt irgendwie Curry Ketchup oder sowas. Die sind gut bespielt, siehst du das? Hörst du das? Die sind gut bespielt. Pentathlon Flights noch dabei, die geil passen. Ich hatte gar nicht gesehen erst, dass in diesem Handymäppchen da Platz ist für Flights. Coole Flights. Passen geil hier rein. Ja, Unicorn Gripper. Da müsste ich mich auskennen. Sind es drei? Eigentlich kenne ich mich ein bisschen aus mittlerweile, aber ich habe es mir noch nie so genau angeschaut. Ist ja auch wurscht, das sind die ersten Gary Anderson World Champion Darts. Und mittlerweile gibt es die zweiten auch und es gibt keine dritten mehr. Geil! Hallo, da bin ich. Ja. Das ist ja wohl der Wahnsinn jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass! Waren das Soft Darts? Ich habe es gar nicht gecheckt vor lauter. Nee, Steel sind es. Okay, geil. Steel Darts. Also, da gibt es noch einiges wieder zum Angucken hier. Und es ist immer noch... So, Maxi. Servus. Max Hopp. Maximizer. Ja, ich habe mir My Throw angeschaut mit Max Hopp. Eine der längsten Folgen, weil der Typ halt super hart auf Max Hopp steht und voll an ihm rumfingert und so. Aber das lohnt sich, das anzuschauen. My Throw, schaut mal auf YouTube. Max Hopp. Das ist natürlich die Anspielung auf die German Darts Open 2018 in Saarbrücken, wo Max Peter Wright im Finale schlagen konnte und wieder mal bewiesen hat, dass Peter Wright einfach gern Zweiter ist. Und Max war da einfach mal so frei und hat gesagt, weißt du was, dann mache ich den Ersten, es sind nur wir beide da, es ist Finale, ein bisschen blöd. Wenn du jetzt wirklich wieder Zweiter werden willst, dann müsste ich eigentlich irgendwie so gewinnen, ne? Hat der Peter gesagt, Mensch, du hast recht, Max. Ja gut, dann machen wir das so. Und dann haben sie das so gemacht. Da ist er. Schau mal, schöne Ziane Augen hier. Der Packung schön abgestimmt. Ich mag die Farbe. Der Maximizer macht hier ein Smiley zwischen so einem Ding hier. Wie heißt das? Reck. Smiley am Reck und ein M dazu. Shot und Bulls. Bulls powered by Shot Darts. Max 90%. Jo, Max 90 2.0. 18 Gramm Soft-Tip Darts. Super nice. Mua. Da würde ich jetzt mal fast gern kurz. Hier irgendwo waren die Max Hopp drin, ne? Und da wollte ich jetzt mal kurz schauen, ob das die Zweier sind oder sind genau die gleichen, ne? Also, das sind auch die 2.0. Okay, krass. Krasses Zeug. Ja, ich bin gerade etwas ruhiger, weil ich habe alle drei Kids da und Babyphone an und so. Und ich bin gerade ein bisschen am Lauschen und am Öhrchenspitzen immer. Falls der Mini-Potschinger, das allerkleinste Baby im Haus, hier sich meldet. So. Wieso haben die da ein Piano eingepackt? Geil. Also, erstmal kurz. Das sind wieder diese Treppchenspitzen vom Bulls. Hallo, könnt ihr euch mal ausweisen, bitte? Seid ihr von Bulls? Ja. Zwei Packungen ein Treppchen von Bulls, die definitiv jetzt da mal probiert werden, weil wer so viele und nochmal. Nochmal mehr. Also das Paket der 10.000 Spitzen, das war nicht untertrieben. Es war nicht übertrieben, meine ich. Es werden noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dann T-Rex. T-Rex L-Style Flights. Sind das Michi Unterbuchners Signature Flights? Die Antwort ist ja. Sehr schöne Flights, kosten nur 8 Euro neu. Verschiedene Spitzen, glatte, Dreieck etc. Die haben hier eine zirbelnussartige Golfgravur hier am Anfang. Seht ihr das so ein bisschen? Die haben hier Grip. Aber nicht ganz rum, sondern wie so ein Logo. Was es nicht alles gibt, ne? Ich glaube, ich habe mittlerweile mehr kleine Plastiktütchen als ein nordrhein-westfälischer Drogendealer in meinem Haus. Der absolute Wahnsinn. Gentleman 27, die hatten wir auch schon mal. Grip TT oder sowas, jedenfalls. Grip SL, Grip CL, Grip TT. Nee, das ist ein Pi, oder?
Kann sein. Mhm. Und ziemlich interessante Orangene Gedönsheimer mit so einem Schlangengedöns außenrum. Und Target Pro Grip. Aha, interessant. Aha. Pro Grip. Red Dragon Alu. Oder Unicorn. Weil das hier nebendran könnten auch Unicorn sein. Würde ich auch sagen, Unicorn Alu. Die erinnern einen nämlich an die Noir. Das sind wieder diese Drehbohrknoller. Target Pro Grip. Und ziemlich komische Gerade, wobei hier schon wieder einer kaputt verbogen ist. Also, das sind einfach so Schaftreserven. Oh, da sind ein paar von den Tulpen. Von den Plastiktulpen aus dem anderen Video. Diesen hier. Seht ihr das? Da sind fast überall diese Tulpen. Sind extrem interessant. Und Harrow's Super Grip. Target Pro Grip. Dann Short, dann einer, den hat es ein bisschen verbolzt, aber trotzdem hübsch. Sehr hübsch, vor allem fürs Designen. Mark my words, Dart-Design wird ein großes Ding. Es wird Leute geben, die Dart als Accessoires mit haben, die gar nicht unbedingt Darten können. Die einfach ein Darts am Gürtel haben oder Darts irgendwann in der Kleidung haben oder Darts im Köfferchen haben. Einfach als Accessoire, weil Darts einfach cool sind. Und drei kleine Wurfwaffen dabei zu haben, ist ja auch super praktisch in manchen Situationen. In welchen Situationen, dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Cool. Okay. So, jetzt sind wir definitiv bei Red Dragon, würde ich sagen. Von dem Gedönsheimer hier. Ja, die Einschliffe könnten wieder Unicorn sein. Die haben auch Gummiringe unten drauf. Die wurden also benutzt. Sind aber noch gut. Müsst ihr mal reinblasen, so wie Meister Röhrig. In das Snüffelstück. Der geht doch noch. Ja, der geht noch. Geil. Ich sag euch, Dart Design wird ein Ding. Guckt's euch an. Super hübsch. Erinnert ein bisschen an die Red Dragon Nitro Tech. Bloß, dass die unten halt aus so einem durchsichtigen Plastik sind. Polycarbonat. Och, süß. Pro Grip in Short. Und dann noch in Super Short. Wobei das keine Pro Grip sind, die Super Shorten. Zumindest. Ne. Die haben nicht. Siehst du, Pro Grip hat immer zwei gegenüberliegende. Die haben so eine Lippchen-Action. Und die anderen beiden nicht. Siehst du das? Und hier, die haben so runde. So wie Körperöffnungen. Ohne Lippchen-Action. Dann noch einmal Leighton Bennett Farbe hier. Zwei Stück. Sehr schön. Rot, blau. Sehr schön. Aha. Dann haben wir hier einmal Harrow's Dimplex. Diese Form hier. Lass mich nochmal gucken. Ja, ich denke mal, das ist ein Harrow's Dimplex. Habe ich sonst eigentlich noch nirgendwo so gesehen, außer bei Harrow's. Und die da sind dann vielleicht sogar Super Grip. So, dann noch ein paar Pro Grip. Jetzt ist, glaube ich, ein Kind wach. Moment. Alles gut, wie ihr seht, sie musste nicht weinen. Wir waren genau rechtzeitig. Allerdings würde ich das jetzt gerne noch fertig machen, weil wir sind fast fertig. Kathi, wir sind fast fertig. Sollen wir es noch fertig machen, das Video? Ja. Okay, dann versuchen wir das. Also, die haben diese Lippchen. Pro Grip im Rot, einer schon kaputt. Egal. Zack, zack. Ach, hier waren wir dabei, glaube ich. Schau mal, Kathi, welche Farbe haben die? Blau. Pink, Ja, pink. Pink, hier, guck mal. Schön, gell? Ja. Hier oben pink, unten rot. Kathi ist hier. So. Ich bin so klein. Du bist so klein? Ja. Ja, du bist schon ein bisschen kleiner, aber es geht schon. Dann haben wir hier... Ich bin aber groß. Papa ist schon groß. Dann haben wir hier noch ein paar Alu-Schäfte. Ich mache das jetzt mal schneller fertig, ne? Kathi. Dann hier, ja. Target. Oh, bisschen Licht ins Dunkel. Nee, die sehen ganz anders aus wie die Das Korn. Ist blau. Das ist schwarz. Ja. Die sind auf jeden Fall von Target. Sieht man an der Flamme hier. Passt. Ein paar bespielte. Also ich muss sagen, die sind alle sehr interessant, diese Shafts. Viele davon habe ich noch nie gesehen. Bei vielen muss ich komplett raten. Der Hersteller ist mir da aber eigentlich ein bisschen wurscht, muss ich sagen. Oh. Und was ist da? Lala. Ja. Guck mal, Kathi, jetzt schauen wir uns das an, okay? Ja. Das kam mir vor wie mit Magneten, muss ich gerade sagen. Ja, auch. Wow. Was sind das? Dörte.
Was sind das? Date. Date? Ja. Das sind Schäfte. Schäfte. Dartschäfte. Das sind Darte, ja, das stimmt. Schau du mal die Darts schon mal an, wenn das nicht ich. Okay, lass mich mal die Darts. Die längsten Spitzen aller Zeiten, wirklich ohne Witz. Und ich habe zum ersten Mal mein Baby mit dabei, ne? Und dann packt die diese Kolleginnen aus. Boah! Wer hatte denn das gedacht? Also, die tue ich mal kurz zur Seite. Das hier ist irgendein Flight-System. Robson Cosmo, L-Style. L-Style ist es. Es hat hier nämlich so kleine Balkönchen. Deswegen sind die hier extra. Die sind nämlich super teuer. Da kosten 3 Stück 6 Euro, so ungefähr. Deswegen sind die auch bei den Monster Machines mit drin. Und deswegen sind die bei der Most Sexiness mit dabei. Und hier sind nochmal 3. Und jetzt müssen wir kurz rausfinden, was das für Darts sind. Ja. Große. Große Spitzen. Was sind denn das für Darts? Blau. Also ich weiß es nicht so auf Anhieb. Oder rot. Nee, die sind nicht blau oder rot. Die sind einfach die Darts. Ja. Silber, ne? Ja. Sind Silber, ne? Ja, ist auch das. Ja. Tja. Ist auch das. Also bei denen habe ich keinen Anhaltspunkt, außer dass die mega, außer dass die mega lange Spitzen haben. Ich habe sogar eine Art Maßband da, Moment mal. Target Darts with super long points, 1, 2, 3,6 Zentimeter. Ich weiß, Leighton Bennett spielt mit 41 Millimeter, ne? 45 hat er mal probiert und hat dann bei 41 ist er geblieben, glaube ich, ne? Deswegen sagt der Typ, der Japanese Sky TV Typ, dass die Spitzen so lang sind. Wenn du die in echt siehst, dann denkst du, was sind das für Killer? Und der hat noch längere. Das ist schon krass. Wir haben natürlich ein bisschen Anhaltspunkt. Das Mäppchen ist von Target. Was meinst du? Aufräumen. Ja. Thomas, aufräumen, oder? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Wir tun es jetzt aufräumen. Und wir wissen einfach noch nicht, welche diese letzten Darts jetzt sind. Ich habe jetzt auch keine Zeit, das alles nachzurecherchieren. Ich muss mich jetzt um die Mädels kümmern. Und wenn die dann im Bett sind, dann kann ich mal schauen, ob ich noch recherchieren kann. Und ansonsten schneide ich dann das Video so zusammen. Jedenfalls war das Paket von den Dartfüchsen 2 aus Heilbronn. Und es ist ein unfassbares Paket. Das hier alleine ist jetzt die letzte Ladung. 2 Mäppchen voll. Schafts ohne Ende. Spitzen ohne Ende. Und natürlich mehrere krasse Sets Darts. Ich habe jetzt gar nicht gezählt. In dem Röhrchen 1, 2, 3. Nicholson 4. 2x Max 5, 6, 7, 8, 9. Ach, es sind auf jeden Fall über 10. Es ist der absolute Wahnsinn. 2x Mensur. Unglaublich. Vielen, vielen Dank. Einfach der Wahnsinn. Ich freue mich auf euch in meinem Förderzentrum, aber natürlich auch Grüße in den Fuchsbau und bleibt dem Fuchsbau treu. Ist sicher eine geile Kneipe, also haut's rein. Danke für eure Unterstützung. Tschüssi. Tschüss. Passt. Sehr gut. Ciao.